Hallo Leute, ich habe heute Kienspan gefunden und wir schauen uns heute gemeinsam an, ob das was taugt, ob das wirklich Kienspan ist oder einfach nur ein trockenes Stück Holz, das ein bisschen harzig riecht. Und ob das wirklich funktioniert, schauen wir uns gemeinsam an. Keine Sorge, ihr verpasst nichts, ich zeige euch jetzt was viel cooleres. Ich zeige euch nämlich, wie man mit diesen zwei Essstäbchen Feuer machen kann. Wir nehmen die Stäbchen, brechen die einmal durch, reiben sie aneinander. Das machen wir jetzt so lange, bis es brennt. Aber keine Sorge, es dauert nicht lange. Das ist eine Technik, die habe ich von meinem Urgroßvater. Der Kerl konnte aus allem Feuer machen. Ja, wir haben es gleich. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie das funktioniert, dann liked doch gerne das Video, lasst ein Abo da und klickt auf die Glocke, meinetwegen, oder auch nicht, ganz egal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Oder dann eben doch, wie ihr wollt. Boah. Krass, wie die abgehen. Das ist cool, oder? Und was sagt ihr zu dem Trick? Ich würde sagen, lasst euch nicht veräppeln. Und weg bin ich. Servus. War irgendwas? Egal, machen wir einfach weiter. Ein gekaufter Kienspan schaut ja so aus. Das heißt, ich habe hier ein komplett gerades Stück. Der ist jetzt hier natürlich nicht mehr gerade, weil ich den schon relativ häufig verwendet habe. Aber in Natur schaut er natürlich so aus. Also ein gewöhnliches Stück Holz, das durchzogen ist mit Harz. Wir suchen uns jetzt einen trockenen Platz und das probieren wir jetzt gleich, ob das Stück Holz wirklich brennt, ob es wirklich Kienspan ist oder einfach nur ein Stück Holz. So, jetzt stehe ich hier mitten im Wasser. Da habe ich mir jetzt wirklich einen tollen Platz ausgesucht. Ich schraube jetzt einfach mit meiner Säge hier was runter und hoffe, dass ich mir nicht den Finger abtrenne. In der Zwischenzeit wird das hier wahrscheinlich alles nass. Oh, aber riechen tut das super. Ah, riecht das gut. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit Kienspan. Ich suche schon seit Monaten Kienspan und finde keinen. Und jetzt bin ich drauf gekommen, dass auf meinem Nachhauseweg ein paar Kiefern stehen und ein kaputter Ast herunterhängt. Den habe ich mir einmal genauer angesehen und habe gesehen, dass einerseits komplett dunkel ist und extrem harzhaltig riecht. So, aber das müsste eigentlich schon reichen. Ui! Schaut, glaube ich, schon gut aus. Ist natürlich nur ein kleines Stück. Ist nur ein kleiner Ast, aber wenn der wirklich harzhaltig ist, dann reicht das schon für ein paar Mal vormachen. Das ist eigentlich schon ein schönes Stück. Ich habe hier noch zwei, drei gröbere Stücke. Die sind nicht ganz so durchtränkt. Mal schauen, wie viel ich da letztendlich daraus gewinnen kann. Wir probieren sie einfach. Oh, unser Zundernest. Ja, und es klappt. Echt klasse. Oh nein, ich habe es geschafft, dass es so ausgeht. Wo gibt es denn sowas? Klappt doch. So, und jetzt werden wir das löschen, damit hier nicht das ganze Gebüsch anfängt zu brennen. Das Holz dürfte jetzt etwas feucht geworden sein durch den Untergrund, aber es funktioniert großartig. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Das werden wir gleich wieder trocken verstauen. So, während ich hier so filme, habe ich hier was ganz Tolles gesehen. Ich meine, ganz toll ist es nicht, weil er leider schon hinüber ist, aber
wir haben hier ein Krebschen. Na, jetzt haben wir dich drauf. Der dürfte schon seit ein paar Tagen hinüber sein. Aber ich finde das krass, dass es hier welche gibt. Wir sind hier in Niederösterreich an einem Fluss. Und der ist gar nicht so klein. Finde ich absolut krass. So, jetzt lassen wir den da für die Destruenten. Tschüss. Ich hoffe, ich sehe mal einen Lebenden. Ich habe hier noch was anderes Cooles. Das hier ist nämlich das Springkraut. Kennt ihr sicher. Wächst überall wie wahnsinnig, fast so wie der japanische Knöterich. Und hier ist das komplette Flussufer mit dem Zeug verwachsen. Und Blätter und Stiel sind nicht verträglich, ungenießbar. Ich glaube sogar giftig, wenn ich mich nicht täusche. Allerdings sind die Blüten und der Samen genießbar. Ah, das Ding explodiert gleich. Deswegen heißt das Zeug Springkraut. Ja, springt auseinander und verteilt überall die ganzen Samen. Die Samen sind, oder auch nicht, die Samen sind sowohl im weißen als auch im schwarzen Zustand genießbar. Schwarz ist der Samen komplett ausgereift, weiß ist noch nicht ausgereift, aber wie gesagt, Blüte kann man essen und die Samen vom Springkraut genauso. So, wir schauen uns das hier an. So, der ist weiß, der ist schwarz, beides genießbar. Wir suchen uns hier noch etwas mehr. Alles noch weiß. Die letzten Tage war alles schwarz, als ich sammeln war. Blüte werde ich wahrscheinlich auch demnächst mal versuchen. Jetzt mag ich nicht unbedingt nach dem Regen die Blüte versuchen. Vor allem, weil ich jetzt nicht sehe, ob hier irgendwelche Insekten drin sind. Zum Schluss erwische ich noch eine Biene. Aber den Samen werden wir jetzt einfach kosten. So, ich hoffe, man sieht mich. Mmh. Absolut nussig, voll lecker. Also dadurch, dass es jetzt geregnet hat, sind jetzt nicht so viele Bienen unterwegs. Aber normalerweise, wenn man irgendwo Springkraut hat, dann fliegen die hier nur so herum. Dann kann man hier gar nicht durchgehen. So ein Springkraut gefunden hat, merkt man nichts vom Insekten- oder Bienensterben. Ist teilweise richtig unangenehm, wenn man hier vorbei oder durchgehen möchte. So, noch eine Portion und dann hauen wir ab. Ich esse wirklich. Ich flunke euch nicht an. Kein zweites Mal heute. Mmh. Absolut lecker. Würde ich auf jeden Fall mal probieren. Den japanischen Knöterich kann man ja auch essen. Da kann man die Blätter essen. Und den Stiel, wenn der Stiel jung ist. Beim Springkraut nicht die Blätter, nicht den Stiel, sondern nur den Samen und die Blüten essen. Informiert euch vorher noch im Internet. Falls ihr euch unsicher seid, glaubt mir nicht einfach alles. Und macht euch schlau und kostet es. Es ist wirklich nussig, schmeckt echt lecker. Kann man schon mal hin und wieder wegsnacken. So, jetzt wird es langsam dunkel und kalt. Und wenn ich Pech habe, komme ich jetzt in den Regen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus, ciao, baba.